Ich starte zwei Programme, den Telegram Messenger, weil ich dort an Maxima schreiben kann und außerdem irgendeinen Browser, den ich in meinem Browserordner habe, zum Beispiel Google Chrome. In diesem Browser rufe ich mein digitales Lehrbuch auf. In diesem digitalen Lehrbuch kann ich mit dem Samsung-Tablet Markierungen treffen, zum Beispiel die Aufgabe C, wenn ich mit dem Schreibstift vom S-Note-Tablet hier länger drauf bleibe und dann die Markierung fertig mache, mit das Ganze dann kopiere und auf den Telegram-Messenger wechsle, dort diese Nachricht einfüge und versende, erhalte ich unmittelbar die Abrechnung zurück. Das ist jetzt das erste Mal seit 2011, dass das so funktioniert, wie ich mir das wirklich vorstelle. Und dazu habe ich eine App, die heißt MobiZen, heruntergeladen. Die kann man auch am PC installieren bzw. online verwenden. Damit ist auch die Beamer-Frage endgültig gelöst. Einfach an dem Computer, wo der Beamer dran hängt, MobiZen aufrufen, dann kann man seine Tablet-Geschichten dort hinsenden.